Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Back- und Kochvideo hier auf meinem Kanal. Heute machen wir Orangenlimo-Kuchen. Und zwar, das wusstet ihr noch gar nicht, ich habe die letzten 3 Wochen, also vom 19. bis zum 8.3., also der 8.3. ist morgen, wahrscheinlich werdet ihr auch da das Video sehen, kommt drauf an, wie ich das halt schaffe mit dem Videoschneiden. Kann auch sein, dass ihr das erst nächste Woche seht. Man weiß es nicht. Und morgen ist halt mein letzter Praktikumstag da in dem Betrieb. Ich sag jetzt nicht den Namen. Es ist ein Bauhof, also es ist was von der Stadt. So viel kann ich sagen. Und halt als kleines Dankeschön backe ich einen Kuchen. Und zwar diesen Orangen-Limo-Kuchen. Im Originalrezept steht, dass da oben auch noch Mandarinencreme drauf kommt. Das machen wir nicht. Da kommen, wir nehmen einmal Zitronenglasur und Schokoglasur. Also auf der einen Hälfte Schoko, auf der anderen Zitronenglasur. Ja. Und wir nehmen die doppelte Menge. Also wir nehmen statt 2 Eiern 4 Eier und so. Aber das genauere Rezept findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Wir müssen erstmal 4 Eier aufschlagen. So. Ei Nummer 1. Ei Nummer 2. Ei Nummer 3. Okay, ich weiß nicht, hat man es gesehen, da ist was daneben gegangen. Das muss ich gleich sauber machen. So, und Ei Nummer 4. So, ich habe mal jetzt die Kleckereien ein bisschen sauber gemacht und Hände gewaschen. Als nächstes kommt Zucker. Wie viel Gramm war das? Ich glaube 260. Ja, ich glaube 260 Gramm waren das, glaube ich. Oder 250, ich weiß es nicht mehr. Naja. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da stehen die Originalangaben. Wie gesagt, weil wir ja mehrere Leute sind in dem Betrieb. Wir sind, um genauer zu sagen, 56 Leute. Das finde ich meiner Meinung nach schon viel. Öl kommt jetzt noch nicht. Jetzt kommt erstmal Salz. Und zwar 4 Prisen. So. Kommt dazu und jetzt muss ich erstmal hier das runter machen und dann hier Stecker reinstecken. Jetzt kann das hier drauf und jetzt anmachen. So, jetzt kommt Öl dazu. So. Das wird auch noch mal kurz umgerührt. So, jetzt kommt die Hauptzutat dazu. Und zwar Orangenlimo. Einmal dazu. Kurz umrühren, also nicht lang umrühren, sondern nur ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Weil das muss schnell gehen. So.
schau mal. So. Ich glaube, das sollte reichen. Jetzt brauchen wir natürlich noch, damit was das fest wird, und zwar brauchen wir einmal Mehl und wartet, ihr könnt nichts sehen, beziehungsweise ihr könnt jetzt die Mehlschüssel gerade nicht sehen, aber jetzt könnt ihr sie sehen. Dazu kommt jetzt Backpulver, kurz umrühren. Und jetzt kommt das auch dazu. Möglichst so, dass nichts daneben geht. Uiuiui. Tun wir das nochmal hier dazu. So. Einmal wieder hier zumachen. Und wieder anmachen. So, wenn ihr jetzt das umgerührt habt, also mit dem Mixer oder halt die Maschine hat es für euch gemacht, dann entweder in eine Springform oder aufs Blech, so wie wir es machen, gießen, bisschen Fleisch verteilen. Und ich mache halt den Kuchen als Dankeschön, dass ich da 3 Wochen in dem Betrieb mithelfen durfte. Ich habe viel Neues dazugelernt. Ja, ich durfte halt an einem Rasenmäher einen Ölfilter wechseln und Öl nachfüllen. Ja, das war ganz interessant da. Und mir wurde mein Kindheitstraum erfüllt, und zwar... Also ich bin jetzt nicht selber Traktor gefahren, ich denke mal, das ist jetzt klar, aber ich durfte halt mit einem Traktor fahren. Ja, das war halt schon sehr cool. So, warte, ich brauche mal kurz hier unseren Teigschaber. Ich glaube, der ist aber gerade in dem Geschirrspüler. Da muss ich das halt irgendwie mit dem Löffel jetzt machen. Falls ihr euch jetzt fragt, welche Traktormarke das war ein Klaas. Das genauere Modell weiß ich jetzt nicht. War ein Klaas Traktor. So. Ja. Also der Teig fühlt sich gut an. So, noch hier. Ja, das war halt mein Highlight im Praktikum. Und alle Mitarbeiter waren auch super nett. Das fand ich auch sehr gut. Ja. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen zu meinem Praktikum habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Ich versuche sie dann zu euch beantworten. Aber müsst ihr natürlich alles nicht. Kommentare schreiben ist natürlich immer freiwillig. Aber natürlich auch nur nette Kommentare schreiben. Weil, es gibt ja auch Leute, die mal nicht so nette Kommentare schreiben. Damit muss man dann halt auch umgehen können, aber ja, aber ich finde, muss dann halt nicht sein. Wenn einem der Kanal nicht gefällt, dann soll man sich den nicht weiter angucken und einfach gehen und sich dann irgendwie bessere Videos angucken, zum Beispiel von Paluten. Aber Paluten hat auch Hater und
Es gibt, glaube ich, keinen YouTuber, den alle mögen. Also, ich kenne jetzt keinen. Der Kuchen muss jetzt in den Backofen. Und nach dem Backen sehen wir uns wieder. So, in eine Schüssel. Da machen wir jetzt die Schokoglasur. Da müsst ihr erstmal heißes Wasser reingeben, um die zu bereiten. So, das machen wir jetzt mal. Dann müsst ihr einfach die Tüte da reinstellen. Und das muss jetzt 5 Minuten ziehen. Währenddessen machen wir den Zitronenzuckerguss. Wir tun jetzt einfach mal ein bisschen Zitronensaft da rein. Das ist Gefühlssache. Einfach mal so ein bisschen und dann umrühren. Und dann einfach mal schauen, bis das halt so eine Glasur ist. So. Aber ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, das reicht auch sogar schon an Zitronensaft. Weil ich finde, es sieht gut aus. Oder Leute, was meint ihr? Kann man schlecht sehen wegen dem Licht. So ungefähr. Ja, doch, kann man sehen. Ja. So. Wir tun jetzt noch ein bisschen Puderzucker dazu, damit das noch ein bisschen mehr ist, weil weil das kommt einem so wenig vor. Da ist jetzt ein bisschen Puderzucker daneben gegangen. Das ist nicht schlimm. Das kann ich gleich wegmachen. Und rühren wir mal um. Ja, aber ich glaube, das reicht jetzt. So. Ja, das sollte eindeutig reichen. So, ich habe mir mal jetzt hier so eine Art Trennstrich gemacht, damit ich weiß, wohin, also wo ungefähr die Mitte ist. Wir fangen mit der Schokoladenseite an. Wir verteilen das einfach mal so ganz leicht. Also nicht drücken, weil sonst drückt man das in den Kuchen ein. So, die Schokoladenseite ist jetzt fertig. Wir machen jetzt die Zitronenseite. Man sagt ja, dass ein Mensch eine Schokoladenseite hat. Das heißt halt eine gute Seite. Aber dass ein Mensch eine Zitronenseite hat, ja gut, vielleicht ist das ja die böse Seite dann. Ich weiß es nicht. Ja, also ich kenne nur das mit der Schokoladenseite. Die Zitrone sieht man jetzt natürlich nicht so gut, weil es sehr hell ist. Aber wird schon. Da müssen wir halt dann ein bisschen mehr drauf tragen. Ja doch, man sieht es dann schon und dann, wenn es auch noch abgekühlt ist, beziehungsweise halt hart ist, ja, wird das schon. So. Ja. Ich hoffe, meinen Kollegen schmeckt der Kuchen. Ich denke mal schon. Ja. Also ich glaube, es wird schon traurig sein, dass ich dann gehe. Weil es war echt eine schöne Zeit da. Aber ich freue mich auch wieder, meine Mitschüler zu sehen und auch meine Lehrer.
wird schon schön. Ja. So, der Kuchen ist fertig. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr solche tollen Videos. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.